Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Wir zeigen euch heute beim Smart 451, ist in unserem Falle ein Cabrio, funktioniert aber auch ganz normal beim Coupé, wie man hinten an den Rückleuchten das Bremslicht wechselt. Wir haben hier das Problem, dass es rechts kaputt ist. Das zeige ich euch jetzt einmal. Das solltet ihr vorher auch immer überprüfen, also irgendwie eine zweite Person dabei haben, so wie wir jetzt hier. Einer guckt hinten und einer macht hier an bzw. bremst, damit ihr wisst, welche Birne zu wechseln ist. So, ich zeige euch das jetzt einmal. Ich mache einmal die Zündung hier an. Und ihr solltet jetzt sehen, dass hinten rechts oben das Bremslicht kaputt ist. So, die Birne werden wir jetzt zusammen wechseln. So, natürlich machen wir dafür den Kofferraum auf. In unserem Fall haben wir jetzt hier ein Cabrio, da können wir hier oben noch so ein bisschen aufklappen. Ich denke mal, viele von euch werden da jetzt kein Cabrio haben. Und in unserem Fall ist es jetzt auf der rechten Seite hier. Ich habe jetzt hier schon so eine schicke Lampe dabei, die machen wir mal ein bisschen an. Der Jürgen kommt mal hinter mich. Und wir müssen in diese Klappe. Können wir aufmachen. Wir können das mal zeigen auf der anderen Seite. Die Leute meckern immer, dass wir das nur auf einer Seite zeigen. Kann man hier halt genauso machen. Da muss man halt diese Klappe hier abmachen. Und hier sieht es genauso aus. Ne? Also hier kommen wir an die Rückleuchte dran. Den Stoff hier muss man an die Seite machen. Und wir zeigen es euch jetzt halt auf der Seite. So, also wir haben jetzt hier den Stecker dran. Einfach oben und unten reindrücken. Dann kann man den Stecker abmachen. So, den lasse ich jetzt ab. Hier habt ihr jetzt von dem Lampenträger quasi so eine Sicherung. Und die drücken wir jetzt einfach zusammen, beziehungsweise den unteren Teil nach oben, zeige ich euch gleich nochmal. Und dann kann man den ganzen Lampenträger rausnehmen. Den nehme ich jetzt einfach raus hier. Zack, zack, zack. So, haben wir den ganzen Lampenträger quasi schon in der Hand. Ja. Da sollte man den Pin sehen. Also den Pin müsst ihr nach oben drücken, dann kriegt ihr den Lampenträger raus. So, den schwierigsten Teil haben wir quasi jetzt schon mal geschafft. Jetzt haben wir hier beim Smart natürlich auch wunderbar wie so ein Tisch eine Ablage hier. Und wir hatten ja gesagt, dass die obere Lampe hier kaputt ist. Ne? Und in dem Fall ist die obere Lampe jetzt diese Lampe hier. Also die mache ich jetzt mit euch raus. Dazu ist das immer etwas gefedert. Ich zeige das mal von der Seite. Also man drückt die Birne quasi ein Stück rein und dreht die ein Stück nach links. Dann kann man die komplette Birne quasi schon rausnehmen. So, das war der ganze Spuk eigentlich schon gewesen. So, wir machen jetzt mal einen Schnitt, weil ich muss jetzt eben die richtige Bremslichtbirne holen. Dazu erzähle ich euch gleich was, was die richtige Bremslichtbirne für euren Smart ist. Und dann geht es gleich weiter. Die richtige Birne. Ne? Die richtige Birne ist in dem Falle eine Zwei-Faden-Birne. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das auf der Kamera sehen könnt. Also da sind zwei Fäden drin, deswegen Zwei-Faden-Birne. Und wichtig ist immer, wie die Birne, sag ich mal, von unten aufgebaut sind. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass ein Pin oben ist. Also der Pin ist oben, der Pin ist unten. Und es ist wichtig, gibt es auch noch, dass die halt schräg versetzt sind. In unserem Falle haben wir eine gerade versetzte Birne. Aber die richtige Birne, wenn ihr die richtige halt braucht, schaut da bei uns unten jetzt in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch die richtigen Birnen. Vielleicht direkt im Set kaufen, beide tauschen, macht vielleicht Sinn. Und ja, die bauen wir jetzt wieder ein. Genauso wie wir es halt ausgebaut haben, schauen wir, dass wir die richtige Stellung finden. Die fällt quasi fast von alleine hier rein. Also mit dem oberen Pin, ihr könnt das sehen, das ist der untere Pin, der obere Pin, einfach wieder in die Führung, passt auch nur in einer Stellung, ein Stück runterdrücken, ich zeige das jetzt hier nochmal, dass die Birne quasi wieder in diese Position, wo sie vorher war, reinflutscht. So, jetzt nehmen wir den Lampenträger, stecken den wieder rein, machen den Stecker drauf und sind wir schon fertig. Dann probieren wir noch aus, ob es funktioniert. So, wir führen den Lampenträger quasi wieder in die Rückleuchte ein. Das erkläre ich euch jetzt nicht im Detail, das erklärt sich von alleine. Der passt natürlich nur in einer Stellung. Hier oben halt wieder aufpassen. Ich weiß nicht, was du siehst. Siehst du das? Mhm. Ja. Also hier oben halt wieder sich an dieser Führung orientieren, bis es einrastet. Das war es gewesen. Wir nehmen den Stecker, der jetzt hier hängt, stecken den Stecker wieder auf, bis der einrastet. Habt ihr gehört? Und das war es eigentlich gewesen. So, mach mal die Abdeckung wieder hier dahinter oder dieses Schaumstoff. Machen den Deckel wieder hier drauf. Passt auch nur in einer Stellung, das erklärt sich alles von selbst. Erst hinten rein, dann vorne rein. So, jetzt machen wir die Klappe einmal hinten zu. Und dann setze ich mich nochmal eben rein. Schauen wir eben, ob das Bremslicht funktioniert. Und du sagst mir gleich, ob es funktioniert. Ja. Funktioniert. Ja, wunderbar. So, und das ist auch wieder so ein Punkt, deswegen sollte man das mit zwei Leuten machen oder sich vor eine Scheibe stellen oder sonst was. Weil sonst könnt ihr halt auch nicht überprüfen, ob euer Bremslicht, was ihr repariert habt, funktioniert oder nicht. Nochmal Link zu der richtigen Bremslichtbirne packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, wir kommen zum Abschluss des Videos. Wir drehen jetzt im Anschluss vorne nochmal, wie wir vorne die Hauptscheinwerferbirnen wechseln. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant. Lasst uns gerne einen Daumen zu diesem Video nach oben da. Ist richtig gewesen. Und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.